Servus Leute, der Warcraft-Film mit dem Titel The Beginning, ja, der soll dieses Jahr im Mai oder Juni erscheinen. Ob sich das Ganze lohnt und vor allem was dahinter steckt, möchte ich heute in diesem Video erklären. Ja, los geht's. Zuerst mal eine kurze Information über die Entstehung. In der Pressemitteilung vom 6. Mai 2006 wurden erstmals Pläne zur Zusammenarbeit von Blizzard Entertainment mit den Warner Bros. Tochter Legendary Pictures für einen Warcraft-Film bekannt. 2009 wurde preisgegeben, dass Sam Raimi, der vor allem durch die Spider-Man-Trilogie bekannt ist, Regie führt. Das Drehbuch war hauptsächlich auf die Allianz-Geschichte fokussiert. 2012 aber gab es eine Pressekonferenz, dass er nicht mehr daran arbeitet und nun die Regie für die fantastische Welt von Oz übernommen hat. Tja, Blizzard hat ein Veto eingelegt und zwar deshalb, weil sich die eigentliche Geschichte wirklich um Allianz und Horde fokussieren sollte und das war ja nicht der Fall. Also im Jahr 2012 schrieb dann Charles Leavitt ein neues Drehbuch und 2013 wurde bekannt gegeben, dass Duncan Jones die Regie führt und das Drehbuch mitschreibt. Ja, Chris Metzen, der ja vor allem unter uns Blizzard-Fans wahrscheinlich bekannt sein wird, da er ja in World of Warcraft sehr viel mit der Story etc. zu tun hat. Er ist sehr eng mit der World of Warcraft-Geschichte halt verbunden und hilft dem Team, die Anforderungen der Story und der Darstellung der Schauplätze gerecht zu werden. Ja, das Ziel der Charaktere und die Handlung sollen die World of Warcraft-Fans ansprechen und fesseln, aber auch natürlich die neuen Zuschauer, die sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema auskennen, fesseln und natürlich einen schönen Einstieg in die Fantasy-Welt geben. So, jetzt gibt es natürlich noch ein paar Informationen zur Handlung. Denn in Azeroth, dem Reich der Menschen, herrscht seit vielen Jahren Frieden. Draenor, die Heimatwelt der Orks, also ein ganz anderer Planet, wird zerstört. Die Orks nutzen dann das dunkle Portal, die Verbindung von beiden Welten quasi, um ihre sterbende Heimat zu entfliehen und ein neues Leben zu finden. Die Armeen der Allianz stellen sich dieser Invasion natürlich in den Weg und es liegt an Anduin Lothar, dem Anführer der Allianz, und Durotan, dem Häuptling der Horde, für die Horde, das Schicksal ihrer Familien und ihrer Heimat und das Schicksal des gesamten Volkes zu bestimmen. Ja? Garona, die Halborkin und Halbmensch, steht hierbei zwischen den Fronten. Sie kann sich natürlich da nicht so ganz zuordnen, jedoch ahnt keiner, dass eine weitere Bedrohung auftaucht, die beide Völker vernichten könnte. Also spannend. So, und jetzt noch eine kleine Information zu meinem Fazit. Ja, viele Spiele wurden bereits in Filme verwandelt, wie Doom, Assassin's Creed etc. Die Problematik dabei ist immer, den Spielern gerecht zu werden, aber neuem Publikum einen Film zu präsentieren, ohne dass sie die Vorgeschichte kennen oder irgendwie mit dem Spiel in Verbindung sind. Ich denke, Blizzard hat eine gute Wahl beim Regisseur getroffen und mittels guter Technik und viel Arbeit eine Basis geschaffen, auf der sich Filmfans genauso wie Warcraft-Spieler freuen können. Natürlich ist die Technik da im Vordergrund. Ich habe schon ein paar Szenen gesehen. Ihr könnt auch einfach mal den Trailer angucken auf der offiziellen Warcraft The Beginning Seite. Und das macht schon Lust und Laune auf Neues vom Film. Und was ich auch noch sagen wollte, ich finde dieser Satz schon, Warcraft The Beginning, da steckt schon viel dahinter. Das ist für mich sowas, da könnte man noch viel drauf aufbauen. Die erzählen jetzt einfach mal die Stories überhaupt. Das lässt viel Spekulationsraum offen, ob da vielleicht noch andere Filme kommen und wenn ja, wie viele und um was es geht. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen und schaut mal in die Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, Leute, euer Totemwerfer. Haut rein, ciao.